Hallo, 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 Werner ist mein Name, Werner Kasulske. Ich treffe mich mal mit meinem Arbeitskollegen Paula, ein ganz frommer Typ. Sonntags immer in der Kirche, aber er ist trotzdem ganz nett. Kommt mal mit. Hi, Kasulske. Hi, grüß dich. Neulich komme ich doch nach Hause und da höre ich ein Lachen aus dem Wohnzimmer. Und als ich hinticke, da sehe ich so einen Typen auf meinem Account. Da sagt meine Tochter: Hallo Papi, das ist Nico. Bunte Stoppelhaare, ein Ring durch die Nase, kaputte Hosen. Ja. Aber ich lass sie doch nicht um ihr Unglück rennen. Herr Solske, woher willst du denn wissen, dass das ein Unglück ist? Entweder du akzeptierst das und kannst einen Sohn dazu gewinnen, ja, oder aber du verlierst eine Tochter. Und wenn du sie nicht ziehen lässt, dann bist du ihr Unglück. Das heißt ja nicht, dass er sein Kind aufgibt, sondern dass er mit viel Rückenwind ins Leben schickt. Tja, das meint mein Freund Paule. Was meinst du? Sag mal, Paule, weil ich schon lange fragen wollte, warum gibt es eigentlich eine katholische Kirche und eine evangelische Kirche? Dürfen die Christen nicht alle das Gleiche? Im Prinzip schon, ja. Da ist Jesus die Grundlage.